Ja, und hallo Freunde und willkommen hier zurück bei Arc Age. Ja, in der Zwischenzeit hatte mir etwas geholfen. Wir haben jetzt ein Schifflein, von daher nicht wundern, dass hier oben die Stufe etwas höher ist. Mein Level. Weil auf dem Weg dahin ist natürlich das eine oder andere Kämpfchen gewesen. Aber von den Quests habe ich keinerlei weitergemacht, von daher können wir wunderbar dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir waren hier in der Burg Ronban und sollten ja mit Emma sprechen, der Ziehmutter. Ziehmutter kann man so sagen, genau. Von Malcolm. Eventuell war es ja auch unsere gewesen, aber das hat sich hier irgendwie nicht ergeben. Als nächstes sollen wir tun, abgesehen davon, dass unsere Linie, die immer noch läuft, alles hier kreuz und quer. Achso, hier, unsere um 2 Uhr. Wir haben keine 2 Uhr, da müssen wir immer noch irgendwann mal, müssen wir hier mal zurückgehen. Unsere gefallene Festung. Mal gucken, wann wir irgendwann mal an die 2 Uhr denken. Aktuell noch nicht. Wir machen mit der Hauptquest weiter und zwar mit Zauberer Malfus. Werden wir mal rausgehen aus der schönen Hütte. Auch recht hübsch. Hier ist, wer ist denn hier überhaupt? Wer sitzt denn hier überhaupt? Grelent, Grelant, Grelant, wie auch immer. War hier noch gar nicht oben gewesen? F. Ah, hier kann man sitzen. Sehr schön. Wo man hier überall sitzen kann, ist unglaublich. Haben wir hier hinten was zum Erfahren? Erstaunen? Erforschen? Hier oben haben wir viele Häuser, viele Wohnungen. Oh, hier kann man anscheinend Herzogin Estelle ist hier. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier nochmal herkommen werden. Spieglein, Spieglein an der Wand. Sitzen? Ja. Und Reutzia ist auch hier. Ein Raum weiter haben wir nichts. Sehr duster, sehr dunkel. Wir gehen mal raus. Hinten ist noch ein Räumchen. Eine Tür. Kann man die öffnen? Verschlossene Tür öffnen. Geht so. Oh, was haben wir hier? Hey. Eine Bibliothek. Kann man wieder sitzen? Ja, mehr als sitzen geht nicht. Ja, ist ja gut. Und sie ist auch sitzen, wa? Ja, aber sicherlich doch. Aber sieht natürlich gewaltig besser aus, ne? Oha. Davon müssen wir mal ein Bildchen machen, ne? Das sieht hübsch aus. Das sieht wunderbar aus. Sieht aus wie beim Richtertisch hier. Ja, aber anscheinend mehr können wir hier in der Bibliothek nicht machen. Schade eigentlich. Ich dachte, das sah so interessant aus. Aber leider war hier nichts zu lesen. Oh Gott, was ist das denn für ein Wirrwarr hier? Oh, was für eine Tafel. Kurtisanen, lauter Kurtisanen. Und die Nachtnymphe. Das bin ich doch mal vorbei hier. Noch ein Separé. Oh, was ist das denn für ein Schrein? Sieht zwar hübsch aus, aber wie gesagt, mehr als sitzen können wir hier auch nicht. Der lüsterne Barbe. Mhm. Na, bei so vielen Damen. Tob dich aus, mein Freund. Was haben wir hier noch? Ein toter Raum. Die festlichen Räume sind so hübsch geschmückt, die anderen sind relativ banal. Gut, also alles optisch recht hübsch gemacht, aber hilft uns aktuell nicht weiter. Eventuell haben wir irgendwann mal noch was zu erledigen. Hier unten haben wir noch einen Raum. Speise und Getränke und ich kann wieder sitzen. Und ich kann wieder sitzen. Hier gibt es nichts. Schade eigentlich. Hier gibt es auch nichts. Außer noch in der Decke. Eventuell. So. Ha, frische Luft. Okay. Sehr hübsch, sehr schön.
Wir müssen jetzt wohin gehen? Wir gehen mal den offiziellen Weg. Wir haben ja mal gesagt gehabt, wir bleiben bei den Wegen, weil somit kriegen wir auch diese kleinen Nebenquests mit. Oder irgendwelche regionalen Quests. Wie auch immer. Geradeaus war ich noch nie gewesen. Gucken wir da gleich mal nach, obwohl das ist ein ganzer Weg, der hier östliche Ranbanbiene geht. Ich schätze, mit der Biene werden wir vielleicht irgendwann was zu tun haben. Wir bleiben erstmal bei unserer Hauptquest. Ui. Hier schön Winter mit Schlitten runter. Hervorragend. Wir bleiben mal bei unserer Hauptquest und die geht hier kreuz und quer. Krämerin, alles da. Was zu verkaufen eigentlich? Ja, ich weiß, sieht ein bisschen chaotisch und voll aus, aber Eisbären hatte ich übrigens noch bekommen. Wir können ja mal mit den Eisbären nehmen. 30 Tage, ich weiß gar nicht wegen was. Ich glaube, weil ich mich so schön oft angemeldet habe. Hallo Eisbär. Oh, das sieht aber brutal aus. Ich weiß, dass Leo mal noch ein Eisbär hatte, mal vor einer Weile. Die gibt es anscheinend von Zeit zu Zeit immer wieder mal. Oh. Bleib doch hier. Nein, Bremse. Nein, 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 bleib hier. Entschuldigung, wie hat Leo hat den gehabt? Nicht ich, von daher weiß ich nicht mehr hundertprozentig, wie der funktioniert. Der war gut gewesen. Was haben wir noch als Funktion? Gesundheitsregeneration. Ich bin der Bär. Geht Mutter nicht? Beim Laufen? Nein. Geschwindigkeit? Ah, das geht. Badam, badam, badam. Halt! Stehen bleiben. Lesen. Geht nicht. Erst vom Bär absteigen. Gut, vom Bär absteigen. War größere Geduld. La. Kaputt machen und das kommen wieder zwei. Hilft der Bär eigentlich mit? Hallo? Ich wollte gerade sagen. Komm mal her, mein Freund. So. Hey! Batz! Hat mich aber einen schönen gekostet hier. Jetzt ab und zu mal ein wenig dröhnen vom Telefon, sei es, Entschuldigung, ich muss gerade das Telefon parallel aufladen am Rechner. Da wart wieder. Oder zieh's erstmal ab. Okay, Freunde, wartet mal, ich zieh's ab. Das bringt ja nichts. Das brummt ja mehr als alles andere. So, weg mit dir vom Computer. So, weggelegt haben wir's. Weiter geht's im Takte. Machen wir den mal weg hier. So. Wie Samus? So. Jetzt gehen wir mal. Verkehrt. Nochmal den machen hier, wa? Das sah wunderbar aus. Was haben wir überhaupt hier? Hier geht's nochmal nach oben. Ich renne hier vorbei. Auch eine schöne Wohnlandschaft, muss man sagen. Ich würde mal interessieren, was hier oben ist. Weil da so ein schöner Weg eingezeichnet ist. Ah, ein Wohngebiet. Gut. Na gut, hier ist zwar wunderschön. Bringt uns aber aktuell nicht weiter. Von daher. Gehen wir wieder mal zurück. Ein Weitersprung für den Bären. Juhu! Liliut-Kreuzweg sind wir jetzt gerade. Das ist sehr schön. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Echt ziemlich großes Wohngebiet. Auch ziemlich opulente Häuser, möchte man mal sagen. Also, Respekt. Mit Pool.
Weiß nicht, ob die ineinander übergehen hier, die Häuser. Vielleicht suchen wir, wie gesagt, wie... Ich und Leo, die... Oh, 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 oh. Es gibt auch sehr hübsche Häuser hier, hm? Das ist aber sehr feudal hier. Allgemein auch eine sehr, sehr schöne Ecke hier. Schön mit dem Wasserfall. Ich weiß, ich schweife vom Thema ab, aber ein bisschen gucken wollen wir. Wollen wir ja auch. Danke. Also wirklich eine sehr schöne Ecke. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ich muss... Wo muss ich jetzt hin? Ich muss nach da oben. Ich bin etwas abgekommen vom Wege. Möchte man wohl behaupten. So, komm. Geh mal einfach schneller, mein Freund. Mein Freund. Wir müssen da hinten über die gebrochene Brücke. Da waren wir gewesen. Na, reicht das aus? Oh, da würde nicht ausreichen. Da muss ich ein wenig schneller rennen, würde ich sagen. Wir probieren es mit den Bären. Gleich sind wir dabei, jetzt aber. Ja, Geronimo! Ja! Ah, muss man aber schneller rennen. Normale Geschwindigkeit hätte wahrscheinlich nicht ausgereicht. Was ist das da? Was ist denn das da für ein großer? Eisenzahn. Eisenzahn-Oger. Sie sieht ja alle böse hier. Schnell weg. Schnell weg hier. So, wen haben wir denn hier? Malfus. Wir reden mal mit Malfus. Diron, welch ein Zufall. Wie war dein Treffen mit General Govanon? Oh, es ist gut gelaufen, Malfus. Tatsächlich hat er bei der bloßen Erwähnung deines Namens alles stehen und liegen gelassen, um mir zuzuhören. Und später habe ich mit Hilfe eines deiner Stäbe einige Mitglieder der Blutigen Hand befragt und herausgefunden, dass sie Jagd auf Leute mit dem goldenen Zeichen gemacht haben. Aber du weißt doch alles über die Zeichen, nicht wahr? Du hast Malcolm vor all den Jahren in Emmas Obhut gegeben. Und jetzt ist er tot. Und ich bin hier. Und du gehst nirgendwo hin, bevor ich nicht ein paar Antworten bekomme. Oha, wir legen ihn die... ein wenig fordernd. Wir legen ihn ein wenig fordernd. Mir fiel gerade der andere Spruch nicht ein. Hey, entschuldigt. Ja, ich habe ein Zuhause für Malcolm gefunden. Und auch für dich, Durant. Und ich werde zur rechten Zeit alles erklären, versprochen. Aber jetzt gerade ist ein Kind in Gefahr. Ich kam nach dem Angriff der Orks hierher, um die übrig gebliebenen Kinder einzusammeln. Aber eines von ihnen ist verschwunden. Ich kann die andere nicht alleine lassen. Hilf mir, den Jungen vor den Orks zu finden. Dann sage ich dir, was du wissen willst. Gut, unsere Aufgabe für den hiesigen Fall. Finde den Jungen. Der bei den Orks rumlungert. Sprich mit Weise. Da hinten. Muss ich schon in der Zwischenzeit irgendjemanden erlegen? Nein. Kann ja mal gucken, wie sie sich erlegen lassen. Gut. Ist nicht sonderlich problematisch. Wie gesagt, unser Level ist ja auch etwas höher. Und wir haben nur noch unseren kleinen Cube mit dabei. Ist das schon der Junge? Haben wir auch schnell gefunden, oder? Es tut mir leid, ich wollte einfach nur nach Hause, aber die Orks haben mir alles weggenommen. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu holen. Ich gehe jetzt zu Opa Malfus zurück. Ja, dann renn mal. Renne! Und quatsch keine Leute an unterwegs. Weg ist er. Mann, ist der schnell. Gut. Wir gehen mal ins Häuschen. Ob uns hier noch etwas erwartet. Ein Eingang oder ein Ausgang? Ist doch in Ordnung. Sprich mit Malfus. Ach, jetzt müssen wir ja selber wieder zurückgehen zu Malfus. Okay. Wir können ja mal eine Runde fliegen, gell?
Malfus, wir kommen. Wie gesagt, hübsche Gegend hier. Selbst mit den Bösewichtern. Ich werde mal runterlassen hier. Also gerade muss ich sagen, im Verhältnis auch zu den anderen Fliegern, der Feuergleiter ist traumhaft. Danke, diese Kinder verdienen eine Chance für ein neues Leben. Ob sie aufwachsen und zu Helden werden oder zu Verbrechern, das Leben ist ein kostbares Geschenk. Es tut mir leid, ich weiß, ich habe die Wahrheit versprochen, aber ich habe gerade verstörende Neuigkeiten erhalten. War mir klar. Es scheint, Mitglieder der Blutigen Hand haben Malcolms Leiche gestohlen. Aber warum sollten sie sich zur Grabräuberei herablassen? Es sei denn... Durant, bist du vollkommen sicher, dass Malcolm den Ring von Nui bei seinem Tod nicht bei sich hatte? Sollte die Blutige Hand ihn in die Pfoten kriegen, wären die Konsequenzen nicht auszudenken. Gar nicht guckt, was ich für eine Belohnung bekommen habe. Du musst den Ring zurückholen. Der Ring von Nui birgt unvorstellbare Macht. Und in den falschen Händen könnte das unser aller Verderben sein. Wir wissen es doch gar nicht. Rebaru aus Windschatten versucht gerade in diesem Moment die Leiche zu finden. Ich werde ihr eine Nachricht schreiben, damit sie dir hilft, so gut sie kann. Gehe hin hiermit zu ihr und finde den Ring. Wir sollen zurück nach Windschatten? Warum ich? Du bist ein Held der Armee des Sichelmondthrons. Was habe ich mit all dem zu schaffen? Gute Frage. Ich muss diese Kinder in Sicherheit bringen. Außerdem musst du es tun. Dieser Ring ist der Schatz von Nuis Erwählten, denen du und Malcolm durch eure Geburt verbunden seid. Finde den Ring, dann findest du deine Vergangenheit. Geh jetzt. Na, super. Super, super, super. Das heißt also nichts hier von wegen mit Quatschen von den Orks und Orks. Sondern wir müssen wieder zurück nach Windschatten. Ein ewiges Hin und Her. Nach oben, nach links, nach rechts. Gehen wir einmal rundherum. Einmal durch den Niljotür. Anscheinend muss ich mit den Orks hier gar nichts machen. Geht man nochmal nach hier oben? Westliche Ronban-Mine. Achso. Einmal haben wir die östliche Mine gehabt, einmal haben wir die westliche Mine gehabt. Kommen wir jetzt nochmal zurück oder haben wir jetzt hier gar nichts mehr? Das ist eine gute Frage, oder? Wir werden mal zu der Mine trotzdem nochmal nach oben gehen. Und gucken, ob wir da noch irgendwas finden. Das werden wir noch tun, genau. Wir nehmen jetzt mal unseren Gaul. Den müssen wir auch etwas höher leveln. Der ist Level 9. Habe ja auch noch die ganzen Begleiter-Sachen wie Beinschutz und Sattel und weiß der Geier was alles. Aber leider erst, wenn das Vieh Level 20 hat. Von daher, Moment mal, bin mir gerade etwas wirr von dem Weg hier. Entschuldigt bitte, muss mal nachgucken nochmal. Okay, bin hier ganz schief anscheinend. Ach, da hinten geht der Weg lang. Hier sind aber viele von diesen Ogas. Oga. So, komm. Ein kleiner Sport, bitte. Eigentlich wunderhübsch hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir über kurz oder lang hier keine Aufgaben bekommen. Kann ich mir am besten nicht vorstellen. Warum sollten sie sonst so eine wirklich hübsche Sache machen hier? Spion Luin. Wollen wir hier reingehen oder ob wir nicht hier reingehen? Also wir haben anscheinend keine Aufgaben, die wir jetzt hier gerade aktuell bezwingen müssen. Priesterin. Level 14. Das ist aber eine schöne große Höhle hier, wa? Wir lassen ihn mal weg hier. Bumm. Gut, also großartig stark sind sie nicht, zum Glück. Wir können also eher mal gucken, sagen wir mal, ob wir hier irgendwas
Entschuldigung bitte. Du warst ja noch wach. Links, rechts. Wir gehen mal gegen die Uhrzeigersinn. Okay, die greift uns gar nicht an. Doch, greift sie uns an. Bums. Lieber spät als nie, hä? Da. Können wir erst zum Abbauen? Ja, ich kann was abbauen. Juhu! Eine kleine Mine. Was haben wir bekommen? 6 Bar Rohstein. Gigantisch. Und wir machen Licht an. Na gut. Da. Bums. Einmal kurz einen Schildschlag und wir sind froh. Die können wir wieder abbauen. Bauen wir da einfach mal ab. Oh, es wird heute wieder eine etwas längere Folge anscheinend. Oh, eine Fortuna-Mine hat sich ergeben. Fortuna-Ader. Hat zweimal, noch 21 mal Eisenerz und zweimal Rohstein gebracht. Man kann auch, ich würde sagen, an denen vorbeilaufen, aber Kampfende schon vorbei. Wir können ihn ja mal wieder auf aggressiv stellen, dann erledigt er für uns schon mal ein bisschen die Aufgaben. Dabei, wie wir hier die Mine erforschen. Und? Noch eine Ader? Nein. So, komm. Wir machen die Mine hier. Eine Fortuna-Ader. Juhu. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das die Hauptaufgabe ist, die wir jetzt hier bekommen werden. Weiß hier noch was? Hier haben wir nichts weiter. Muss ich einfach mitmachen hier, oder was? So. Weder beim einen noch beim anderen was hat was gedroppt. Wie gesagt, leider wird mein Level wahrscheinlich viel zu hoch sein. Aber wir gucken mal. Vielleicht gibt es hier noch was. Oder wie gesagt, vielleicht kann natürlich sein, dass wären wir vom Level etwas tiefer, würde sich vielleicht hier auch irgendeine andere Quest oder ergeben oder irgendwelcher Erhalt oder wie auch immer. Wie gesagt, vielleicht ist es gar nicht so gut, dass man zwischendurch so viel hoch levelt. Ah, na gut, jetzt haben wir es halt gemacht. Was wollen wir machen? Zaubern oder rückwärts zaubern können wir nicht mehr. Von daher. Wie gesagt, ist ja auch. Wir wollen uns ja halt auch langsam hier angucken. Etwas mehr die Umgebung genießen. Die normalen Quests durchrennen. Hatten wir ja schon mit unserem anderen Charakter gemacht. Ja, es geht. Ist okay. Aber man weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo man ist. Von daher. Oh! Schildschlag ist aufgestiegen, Mana-Kraft ist aufgestiegen und einen Skillpunkt haben wir auch. Können wir mal aufrufen. Wir wollen wieder in diese passive Schiene gehen hier. Aber hier können wir momentan nur den Mana-Wirbel bekommen. Gewährt Mana-Brunnen für jeden dritten Angriff auf Flammbolzen. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit. Oh, das ist nicht verkehrt. Ach, wir nehmen einfach mal den. Genau. So, die sind alle neu gesperrt. Ja, so nach und nach. Hm? Kriegen wir alles zusammen. So. Hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir auch nichts mehr. Da haben wir noch was. Da kommen wir jetzt hier rein, um Minen abzubauen. Naja, okay. Aber zum Farmen würde ich sagen, ist die Tausteinebene immer noch unschlagbar. So, hier geht's nicht weiter. Müssen wir da lang? Gut, das heißt, wir haben ja eine kleine Ehrenrunde gedreht.
Aber ohne, dass es uns großartig was geholfen hat. Sondern wir haben uns mal eine Höhle angeguckt. Vielleicht erwartet uns noch irgendwann zukünftig hier noch etwas. Jetzt aktuell erstmal nichts. Wunderbar. Stellen wir uns mal vor die Höhle. In kampfbereiter Uniform. So, die machen wir weg. Das sieht wunderschön aus. Schon wieder verkehrt. So. Das sieht auch hübsch aus. Wunderbar. Und mit dieser wunderschönen Nahaufnahme verabschiede ich mich bei euch. Bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.